Hallo lieber Stier, herzlich willkommen. Falls du erfahren möchtest, was im Jahr 2022 passiert, dann bist du hier ganz genau richtig. Ergänzend zu deinem Sonnenzeichen, sprich Sternzeichen, kannst du auch die Videos nach deinem Mondzeichen, Aszendenten und Venuszeichen schauen. Meine lieben Stiere, bitte beachtet, dass das hier kein astrologischer Beitrag ist und kein Horoskop. Hier geht es lediglich um eine Kartenlegung. Interessierst du dich für die Astrologie, kannst du dir gerne meine Beiträge dazu auf meinem Kanal anschauen. Sie heißen Sternenzeit. Es wird auch noch ein Jahreshoroskop von mir geben. So, meine lieben Stiere, jetzt wollen wir mal schauen, was euch denn erwartet im Jahr 2022. Was ist eure Hauptenergie? Wow, hier geht es um den Schutz. Es geht darum, etwas zu schützen, sich selbst zu schützen, etwas zu schützen, was einem wirklich sehr wertvoll ist. Es könnte sein, dass durch die äußeren Umstände, durch irgendwelche Gegebenheiten, da die Sicherheit bedroht ist, dass etwas relativ plötzlich kommen könnte, wie ein Blitz. Und ihr euch in der Hinsicht dann bedroht fühlt und versucht, das noch zu schützen. Ja, das zu beschützen. Das kann alles Mögliche sein. Es kann hier um euch selbst gehen, es kann um eure Familie gehen, es kann um euer Business gehen, um euren Beruf, um eure Existenz. Ihr versucht hier etwas zu schützen. Wir gucken mal weiter. Was haben wir denn hier noch für die Stiere? Das erste Haus, wir haben die Ankunft. Ihr habt ein Ziel vor Augen und ihr möchtet dahin. Ja, was auch immer das hier ist. Ihr habt ein Ziel, wo ihr hinsteuert, wo ihr hin möchtet. Und da kann es sein, dass ihr versucht, genau das zu schützen, dieses Ziel zu schützen, damit es auch gesichert sein kann, damit ihr auch ankommt. Wir schauen mal weiter. Was haben wir hier noch? Für die Stiere im Jahr 2022. Meditiere und denk nach. Okay, dafür ist ein Rückzug erforderlich. Wir haben die Fische-Energie. Ich meine, wir haben auch Jupiter in den Fischen im Jahr 2022. Von daher geht es auch vermehrt um Spiritualität. Das kann ja auch ein Thema sein, dass ihr euch in dieser Hinsicht das Spiritualität euch eine Form von Sicherheit gibt, dass ihr das Gefühl habt, da kommt ihr an. Ja, ihr kommt endlich irgendwo an. Das, was ihr gesucht habt, das findet ihr dann da, in diesem Bereich. Da findet ihr die Sicherheit. Da habt ihr das Gefühl, anzukommen, nach Hause zu kommen. Meditiere und denk nach. Geht in diese Energie hinein. Gebt euch auf den Fluss des Lebens hin. Lasst euch darauf ein. Schauen mal weiter. Schauen wir mal, was sich hier noch zeigt. So, welche Göttin will euch denn begleiten in diesem Jahr 2022? Welche Göttin begleitet euch? Welche Göttin begleitet euch? Dankeschön. Wow, krasse Energie. Hekate, die Zwischenwelt, die Göttin der Unterwelt. Hekate begleitet euch. Hier sehe ich ganz klar für sehr, sehr viele von euch, dass die Spiritualität euch viel geben wird. Dass ihr eine Verbindung dazu spüren werdet, dass ihr merken werdet, hey, da ist noch mehr. Ich kann das jetzt spüren. Du hast es vielleicht bisher dich damit nicht beschäftigt, ja? Hast da nicht wirklich irgendwas drin gesehen, konntest damit nichts anfangen. Aber jetzt merkst du, da ist noch mehr. Du kannst hier abtauchen in diese Zwischenwelt. Du kannst hier dich damit verbinden, mit dieser spirituellen Kraft. Und das ist das, wo du ankommen willst. Das ist, wo du hinkommen willst. Meditiere und denk nach. Durch Meditation, durch diesen Rückzug, durch die Verbindung mit dem Spirituellen, kommst du genau dahin. Und ich glaube auch, dass viele von euch hier eine Form der Erleuchtung erleben werden. Jetzt schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch für die Fische? Was sagt denn das Liebesorakel für dieses Jahr?
Das kitschige Liebesorakel. Was haben wir denn hier für die Stiere? Dankeschön. Wir haben hier die Täuschung. Okay. Jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske. Und dazu möchte ich mal sagen, es geht hier nicht nur um Liebesbeziehungen, es geht hier generell um zwischenmenschliche Beziehungen. Jemand in deinem Umfeld ist nicht ganz ehrlich. Jemand sagt nicht ganz die Wahrheit, ist nicht er selbst oder sie selbst. Und du wirst das merken. Du wirst das in diesem Jahr merken. Und ich nehme das auch wahr, dass man dadurch dann auch eben eine Beziehung beendet, ja, oder dass man einfach versucht, das kann auch sein, dass man einfach versucht, da miteinander ehrlicher umzugehen, ja, vielleicht trägst du selber auch eine Maske, vielleicht versteckst du dich selber auch. Es geht darum, echt zu sein, und man kann hinter diese Masken gucken. Du wirst merken, dass du hinter diese Masken gucken kannst. Ich hätte gern noch eine Karte. Okay, ich merke, ich bekomme keine. Dann werde ich jetzt mal schauen, dass ich hierüber noch mehr erfahre für euch, auch vielleicht in Bezug auf die Liebe. Da haben wir es, der Spiegel. Der Spiegel, schaut mal, auf dieser Karte tragen beide Masken. Hier ist der Spiegel. Das ist dein Gegenüber, das dich spiegelt. Du erfährst durch deine Beziehung, wer du wirklich bist. Und deine Beziehungen halten dir nur ein Spiegel vor. Es geht darum, echt zu sein. Es geht darum, du selbst zu sein. Und das zu bemerken, wo man denn hier Masken trägt. Ja, wo trägst du selber eine Maske? Wo versteckst du dich hinter einer Maske? Das lasse ich jetzt mal so stehen. Und ich werde jetzt mal über das Tarot schauen. Für euch Stiere, was passiert allgemein dieses Jahr? Was passiert in Bezug auf den Beruf und was passiert in Bezug auf die Liebe? Und erstmal schauen wir allgemein, unabhängig vom Beruf und unabhängig von der Liebe, worum es hier für euch geht. Was passiert hier? Wow, 8 der Stäbe. Hier geht es um Schnelligkeit. Die Dinge werden sich einfach schneller entwickeln. Und da kann es sein, dass ihr so ein bisschen das Gefühl habt, die Sicherheit geht euch verloren. Ja. Da versucht ihr euch zu schützen, weil es euch vielleicht ein bisschen zu schnell geht. Ihr habt das Gefühl, das geht einfach zu schnell, ich komme nicht mehr hinterher. Ich sehe hier eine starke Weiterentwicklung für euch, dass ihr euch stark weiterentwickelt. Ich sehe viel Kommunikation mit anderen. Wow, und die Familie wird hier sehr wichtig sein für euch. Mit der schnellen Entwicklung und der Familie kann es sein, dass ihr auch Familienzuwachs bekommt. Das muss nicht sein bei euch direkt in der Familie, aber so die, was weiß ich, Bruder, Schwester oder sonst wer, vielleicht sogar Enkel, keine Ahnung, je nachdem wie alt du bist, ja, und du zuschaust, sehe ich hier einen Zuwachs der Familie. Also es wird Nachwuchs geben, es wird weitere Personen geben, die in deine Familie kommen, neue Familienmitglieder. Ja, oder vielleicht auch Partner, die hier neu mit reinkommen, Schwäger, Schwägerin, was auch immer. Dass sich hier was schnell entwickelt. Schauen wir mal weiter. Die Familie wird ohnehin im Fokus liegen für euch. Ritter der Münzen, und das ist diese Stabilität und das ist die Langsamkeit, und das finde ich sehr interessant, weil wir haben das Thema hier, dass es um etwas Schnelles geht, und was wir hier sehen, ist dann die Langsamkeit, die kommt. Ich habe das Gefühl, dass diese Schnelligkeit, die da in euer Leben kommt, dass sich die Dinge schnell entwickeln und ihr dann etwas vielleicht bedroht seht, genau das euch fördert in eurer Stabilität.
Also diese schnellen Entwicklungen, diese Kommunikation, die vielleicht auch schnell reinkommt, viel, es wird viel kommuniziert, es wird viel gemacht, viel vorangebracht, dass das dann letztlich etwas ist, worauf ihr aufbauen könnt, dass euch das dann eben auch eine Sicherheit bietet und eine Stabilität bietet. Schauen wir mal weiter. Es kann auch sein, dass die Schnelligkeit dann abrupt abnimmt und dann auf einmal geht alles sehr langsam. Wieder vielleicht zu einem Tempo, womit ihr euch dann auch zufrieden gebt. So, die letzte Karte ist hier weggefallen. Ja, und das ist es. Guckt mal hier, Ass der Stäbe, also wieder Schnelligkeit. Hier ist für euch, kann ich euch sagen, es wird für euch um eine totale Entwicklung gehen. Also ihr werdet euch schnell entwickeln. Und diese schnelle Entwicklung, die hier vorangeht, ja, das wird was Neues sein. Ihr werdet euch herausgefordert fühlen. Das wird auch mit einem Risiko verbunden sein. Diese schnelle Entwicklung, ich sehe auch eine Entfaltung eurer selbst, dass ihr euch selbst entfaltet. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe das Gefühl, die Spiritualität, irgendwie mehr diese Verbundenheit mit diesen Themen kommt stärker in euer Leben rein. Wir werden im nächsten Jahr ohnehin durch diese starke Fische-Energie einen Aufschwung dieses Bereichs erleben. Die Spiritualität wird generell schnell vorangehen. Es wird sich viel entwickeln. Und so sieht es hier für mich aus, ja, dass ihr euch hier schnell entwickelt. Dass das aber ihr trotzdem für euch die Sicherheit behaltet, dass das euch jetzt nicht so sehr aus der Bahn wirft. Ihr bleibt hier trotzdem standhaft, ihr bleibt stabil, ja. Wir haben hier die Sicherheit, ihr kommt endlich irgendwo an, ihr fühlt hier auch eine absolute Erfüllung, also das sieht top aus hier, hier kann ich gar nichts bemängeln. Ihr fühlt euch dadurch auch erfüllt, ihr fühlt euch angekommen, ja. Es ist was Neues, ja, es ist eine schnelle Entwicklung für euch, es wird auch sicherlich irgendwo herausfordernd sein, aber ihr werdet trotzdem diese Sicherheit behalten können. Jetzt schauen wir mal weiter, was wir hier für euch im Beruflichen haben, für die Stiere. Etwas Neues, Page der Stäbe. Hier kann es sein, dass ihr vielleicht so nebenbei ein kleines Business noch aufmacht, dass ihr euch da weiterentwickelt, dass das was Neues ist. Hier sehe ich so irgendwas Neues, Kleines. Ja, irgendwie was, ihr probiert euch aus, ihr testet das mal aus. Das ist irgendwie abenteuerlich, das ist was Neues und da fangt ihr was Neues an. Es kann auch sein, dass ihr innerhalb eures Bereiches, wo ihr arbeitet, was Neues auf euch zukommt, innerhalb der Firma oder wo auch immer ihr seid, dass ihr da neue Möglichkeiten bekommt, neue Projekte bekommt, neue Geschäftsbeziehungen, was auch immer. Es ist auf jeden Fall was Neues im beruflichen Bereich zu sehen, was Interessantes. So, schauen wir mal weiter, was wir hier noch haben. Acht der Kelche. Ihr lasst etwas hinter euch, schweren Herzens. Das ist nicht ganz leicht für euch im beruflichen Bereich. Dadurch, dass sich was Neues ergibt, lasst ihr auch automatisch was anderes hinter euch, damit da eben Platz gemacht werden kann für das Neue. Und das, was ihr hier hinter euch lasst, das fällt euch sicherlich nicht schwer, aber ich habe das Gefühl, das muss jetzt so sein. Schauen wir mal weiter. Wow, okay, neun der Kelche. Und ich sehe auch, dass sich das auch bezahlt macht, dass das ganz gut ist, dass ihr euch hier auch wohlfühlt. Ja, vielleicht seid ihr auch in der Gastronomie tätig. Das habe ich jetzt noch so reinbekommen. Irgendwie, vielleicht macht ihr da was Neues auf. Das wird sicherlich nicht für alle hier das Richtige sein, aber ich habe diese Info gerade eben bekommen und für die eine oder andere Seele da draußen wird das wichtig sein. Ihr startet irgendwie ein neues Projekt. Was Altes lasst ihr hinter euch im Beruflichen. Ihr startet ein neues Projekt und das macht sich hier bezahlt. Das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Dann wollen wir mal weiter gucken. Vier der Münzen. Ja, also hier ist noch ein bisschen dieses Stabilitäts- und Sicherheitsdenken. Vorsichtig sein, sparsam sein. Es wird irgendwo von euch gefordert, dass ihr eure Ressourcen, also dass ihr da vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit umgeht, weil es sein kann, dass durch die äußeren Umstände sich irgendwelche unerwarteten Sachen noch ergeben, dass ihr da ein bisschen darauf achtet, aber dennoch euch nicht davor scheut, das Neue hier zu beginnen. Ja, das ist wichtig. Also haltet euch hier nicht zurück,
nur weil ihr Angst habt, dass das vielleicht nicht klappt. Ich sehe, das sieht gut aus. Ihr lasst das Alte hier hinter euch, geht in das Neue rein, das macht sich bezahlt. Hier sehe ich einen Grund zur Freude, dass das gut läuft. Ich sehe aber auch, dass so langsam die Ressourcen dann wieder angekurbelt werden und ihr euch da auch, ich sag mal so, es reicht zum Leben. Es reicht, ihr bekommt genau das, was ihr braucht. Ihr habt hier genug, das, was ihr braucht, ist da, dass ihr euch eben sicher fühlt. Jetzt schauen wir mal im Bereich der Liebe, was sich denn hier so zeigt für die Stiere in der Liebe. Ich merke gerade, dass es auch immer dunkler wird. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem alles sehen. Schauen wir mal für die Stiere, was zeigt sich im Bereich der Liebe für dieses Jahr. Das gibt es doch nicht. Also, es gab, glaube ich, keine Karte, die öfter vorkam als die 4 der Kelche. Die 4 der Kelche, setzt euch mal für euch damit auseinander, wenn ihr euch ein bisschen mit Tarot auskennt, wenn ihr vielleicht selber Tarotkarten habt, setzt euch mal mit der Karte 4 der Kelche auseinander. Ich kann jetzt, glaube ich, die letzten Videos, die ich eben gemacht habe, in jedem einzelnen Video zu den Sternzeichen kamen diese 4 der Kelche vor. Also ich wiederhole nochmal meine Aussage, die ich auch schon bei den anderen gegeben habe. Bei den 4 der Kelchen ist es so, da ist etwas, was ihr nicht wollt. Und also ihr habt mehrere Möglichkeiten und ihr guckt nur auf die Sachen, die nichts bringen, was ihr nicht wollt, wo sich nichts hinter verbirgt, wo auch gar nicht eure Gefühle sind, was euch einfach nicht gefällt und was ihr nicht möchtet. Aber es gibt hier diesen einen Kelch, der euch gereicht wird und der ist voll mit diesen Regenbogenfarben und der ist wunderschön und der ist schon hier zu euren Füßen. Ihr habt ihn hier schon in der Hand, aber ihr guckt da einfach nicht hin. Macht mal eure Augen auf, dreht euch mal um euch selbst, guckt doch mal, was hier los ist und dann werdet ihr diesen Kelch hier erkennen. Passt auf, dass ihr den hier nicht verpasst. Also in der Liebe sehe ich, dass hier jemand ist, der möchte euch irgendwie erreichen. Jemand möchte irgendwie mit euch in Verbindung kommen. Aber ihr seht die Person irgendwie nicht oder irgendwie guckt ihr nicht richtig hin oder ihr guckt nur auf das, was euch nicht gefällt an dieser Person. So, weiß ich nicht, oh, ist nicht ganz mein Typ und oh, weiß ich nicht, irgendwie nicht, so irgendwie sowas in diese Richtung, ja. Aber wir haben hier den Spiegel, wir haben hier die Masken, dass sich Menschen hinter Masken verbergen. Wir haben den Spiegel eben hier. Es wird euch helfen, wenn ihr euch mit der Spiritualität beschäftigt und ich sehe, ihr werdet hier einen Zugang erhalten in diesem Jahr, dann werdet ihr merken, diese Person sagt mir auch was über mich selbst. Ja, irgendwie ist mir diese Person sehr ähnlich und das ist so, als würde mir jemand einen Spiegel vorhalten. Und hey, irgendwie verstecken wir uns auch hinter Masken, irgendwie sind wir beide nicht ganz ehrlich. Und da ist so ein bisschen so eine Verstimmung zu sehen im Liebesbereich. Irgendwie seid ihr so nicht so zufrieden. Wir gucken jetzt mal weiter, ob sich das denn ändert. Die Königin der Kelche, ja, also ihr kommt hier in eure emotionale Erfüllung. Hier geht es um die große Liebe. Hier geht es darum, dass ihr in die Gefühlstiefe kommt. Ihr habt hier tiefe Gefühle und ihr möchtet diese Gefühle mit jemandem teilen. Jetzt schauen wir mal weiter. Die Gerechtigkeit hatten wir auch interessanterweise schon bei ganz, ganz vielen Legungen. Die Gerechtigkeit. Da geht es darum, eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung wird aufgrund des Herzens getroffen. Es kann sein, dass du hier mehrere Anwärter hast, ja, als Single, dass du hier mehrere Personen in deinem Umfeld hast, wo du das Gefühl hast, ja, wer ist es denn jetzt? Und ich weiß nicht so recht. Und du wirst hier eine Entscheidung aufgrund deines Herzens treffen. Die Liebe wird siegen. Deine Gefühle werden entscheiden und nicht der Kopf. Wenn ihr zum Beispiel darüber nachdenkt und denkt euch so, ja, aber der ist ja so nett und der macht dies und bla 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 und weiß ich nicht was und der sieht doch so gut aus, aber irgendwie ist euer Herz nicht bei der Sache, dann bringt das auch überhaupt nichts. Ja, das kann ich hier wahrnehmen. Dann bringt es nichts. Dann ist es nicht die Entscheidung für euch. Dann werdet ihr auch nicht diese Entscheidung für diese Person treffen. Ihr werdet euch für die Person entscheiden, wo euer Herz ist, wo eure Sehnsucht hingeht, eure Liebe hingeht. Ja? Und
für diejenigen, die in einer Partnerschaft sind, sehe ich, dass es eben darum geht, eine Entscheidung in der Liebe zu treffen. Da kann es sein, dass ihr irgendwie mit der Partnerschaft nicht zufrieden seid und dass ihr da für euch eben eine Entscheidung treffen müsst, wie es jetzt weitergeht. Schauen wir mal weiter. Was haben wir hier für die Stiere? Ritter der Schwerter. Wow. Okay, ihr trefft hier die Entscheidung, ganz klar. Und da kann es sein, dass ihr eben jemanden hinter euch lässt. Dass ihr euch von jemandem trennt, weil euer Herz einfach woanders hingeht. Und das kann ich hier sehen. Ihr geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Ihr geht genau dahin, wo euer Herz ist. Und das wird sich in diesem Jahr für euch zeigen. Ihr werdet als Single Personen kennenlernen, wo ihr vielleicht das Gefühl habt, so irgendwie ist noch nicht so der Richtige dabei und ich muss noch irgendwie aussuchen oder die Richtige ist noch nicht dabei. Und dann geht es darum, eine Entscheidung von eurem Herzen zu treffen. Und dann lässt man hier eben auch bestimmte Personen hinter sich. Und wenn du in einer Partnerschaft bist und du bist nicht glücklich in dieser Partnerschaft, dann lässt du diese Partnerschaft hinter dir. Vielleicht bist du hier, hast du für jemand ganz anderen Gefühle. Wir haben hier diese Täuschung, wir haben hier das Gesicht hinter einer Maske verstecken. Und jetzt wird es Zeit, ehrlich zu dir selbst zu sein und zu sagen, mein Herz ist doch genau da. Und das ist die Entscheidung mit dem Ritter der Schwerter, der hier sagt, ich lasse das jetzt hinter mir, hier mit der Gerechtigkeit. Nein, ich will das so nicht. Ich gehe jetzt genau in die Richtung und du rennst hier schon los. Ja, meine lieben Stiere, das war's auch schon. Das war eure Jahreslegung 2022. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Die Infos dazu findet ihr unter diesem Video. Ihr könnt astrologische Beratungen und Kartenlegungen bei mir buchen. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Lasst mir einen Daumen hoch da, einen lieben Kommentar. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, da heiße ich artemis.astrologie.tarot. Die Infos dazu und viele schöne weitere Empfehlungen findet ihr immer unter meinen Videos verlinkt, sowie die verschiedenen Kartendecks, die ich benutze. Und ich wünsche euch allen, meine lieben Stiere, ein gesegnetes, wundervolles Jahr 2022. Und ich wünsche euch ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.